Smell you later. Biography of the Wolf Queen. Wie soll ihm das? Ah, Speechcraft. Okay. Value von 50 kann ich nur leider gerade nicht mitnehmen. Aber ich lege mir das für die spätere Bettlektüre schon mal hier hin. So. Wunderbar, hätten wir auch eine Sidequest hier abgeschlossen. Ich werde... Oh, sorry, Verperlung, die ganzen Sachen, die ich jetzt hier gefunden habe. Schauen wir uns mal an, wie der Dwarvenbow jetzt hier mittlerweile aussieht. Ja, das ist doch schon mal hier... Das ist doch schon mal hier was Wunderbares. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Also auch direkt besseres Equip bekommen. Aber ich werde die ganzen Sachen, die ich jetzt hier habe, erstmal verkaufen. Und dann sehen wir uns... Ich glaube, was war jetzt hier als nächstes dran? Moment, wir haben doch schon hier eine Quest bekommen. Genau. Genau, mit dieser Quest geht es dann hier weiter mit dem Buch Lost Histories of Tamriel. Das heißt, wir sehen uns dann gleich wieder in Skingrad. Okay, hier habe ich es auf der Karte. Red Ruby Cave. Genau, ist, wo wir uns jetzt befinden. Das heißt... Okay, es ist doch schon ein bisschen im... Eisgebiet. Oder Schneegebiet, besser gesagt. Okay, es wird auch unser... Ja, logisch. Ganz vergessen. Wenn uns ja auch, wenn wir in der Nähe sind, wird es uns auch auf der Karte angezeigt. Ich meine, ich habe da hinten gerade gesehen. Ja, das hat uns von da geortet. Mein Gott. Ja, du kriegst auch noch was ab. Kein Problem. So. Ah, ne, okay. Das hat uns doch nicht geortet. Okay, das wäre auch ein bisschen merkwürdig. Was ist das denn? Werden wir gleich sehen, wenn ich es eventuell irgendwann mal... Achso, er ist ein Imp. Ah. Da muss er extrem hochzielen, meine Herren. Okay, Open Field Snipering. Oder mal ein bisschen springen zwischendurch, dann kann man sich direkt noch ein bisschen besser verbessern, was Marksman angeht. Okay. Und weiter Richtung Daedric Shrine. Denn die Quest für die Thieves Guild, die haben wir ja schon aktiv. Also nicht mehr auf der Silver Road. Ah, okay, da ist er. Nicht auf der Silver Road, sondern schon in den Jeryl Mountains. Da gibt es zumindest einen mehr oder weniger vorgefertigten Weg hier hin. Und die Imperial City sehen wir von hier auch noch. Hallöchen. Okay, die sind schon mal freundlich gesonnen. Ist das ein Vampir? Nee. Sah noch so aus. Sind nur Falten. Okay. Who are you? Why do you invade our place of worship? Surely, you don't think yourself worthy to visit Namira's shrine. Aber hallo, bin ich's wert. A place of blessed darkness. A holy place where we may worship in our wretchedness. Why are you here? Ja, da bin ich doch genau richtig, oder nicht? I wish to worship Namira. You do. You are too pretty to worship in this place. People like you. Bitte. Like to hear you talk. When you are more loathsome, you may return. Genau, wir müssen unsere Personality senken. Und genau dafür habe ich mir natürlich den perfekten Spell oder die perfekte Scroll geholt. Und zwar... Wo habe ich es denn? Das hier war's. Fortify Endurance, Fortify Willpower, aber Drain Speechcraft und Drain Personality. Whoop. Ah, much better. You repulse me now, at least to a degree. Others should find you foul, disgusting.
Namira may be pleased. Approach the shrine. Ihr habt so einen Dachschaden, Leute. Stop talking. Oh Gott, seid ihr bescheuert, okay. Lady Namira. You dare approach my shrine, child of light? You who walks this plane basking in the light of the warm, cruel sun? I'm disgusting. Prove to me that you deserve my favor. In anger, my forgotten have lived in peace for many years. They worship me from the dark, basking in their misery and filth. Now, though, some would seek to bring light to their darkness. Priests of Arkay have intruded upon their squalor. I want you to help my forgotten kill these priests of the light. Cast this spell upon the priests. Allow my beloved forgotten to kill the interlopers. When this is done, I shall reward you for your efforts. When Summit Namira spoke to me about the forgotten, a group of fanatical worshippers that lives in the darkness of anger, some priests of Arkay are planning to bring light to anger and save the forgotten ones. I am to use the spell that Namira has given me on the priests and let the forgotten ones finish them off. Okay. Stimmt, jetzt bin ich gerade erinnert, es gibt auf YouTube einen Kollegen, der die einzelnen Daedra, die es gibt in im Elder Scrolls Universum, sich genommen hat. Und so gezeigt hat eben, was, wenn man diesen bestimmten Daedra anbetet, was einen dann letzten Endes erwartet. Und Azura ist somit die beste, die gefällt mir zumindest am besten, na, was bei ihr eben letzten Endes kommt. Aber gerade so Sachen wie, das stimmt, das war bei ihr jetzt, wenn man drauf geht, dann lebt man quasi in Schmutz und Dreck und ist quasi nichts wert und das ist während zu Lebzeiten genauso. Aber gut, ich meine, die Sache, die wir dafür bekommen, ist auf jeden Fall worth it, deswegen machen wir das natürlich. Und es ist direkt hier um die Ecke. Da muss irgendwie ein Haken sein. Aber das Ganze, das, die Sache ist übrigens die, dass die meisten Quests, ich habe es ja erwähnt, die ganzen Daedra-Quests, sind meistens erst ab Level 10, einige erst ab Level 17. Ich habe Herzine, war erst ab Level 17. Und, wie hieß er, Herzine oder hier ist er Herzine? Ich weiß gar nicht mehr genau, aber in Blood Moon haben wir es ja gehört, wie man ihn genau ausspricht. Hab schon wieder vergessen, wobei er mein Lieblings-Daedra ist. Was ist denn jetzt schon wieder? Welche Dämonen habe ich jetzt gerade erweckt? Ah, ich dachte, das wäre ein Imp. Out of my sight, filthy sweet. Genau, wenn wir diese Debuffs und Buffs haben, sollten wir natürlich uns am besten von Menschen fernhalten, logischerweise. Man kann übrigens auch Cheap Wine, glaube ich, trinken. Also alles, was irgendwie Drain Personality hat. Ich glaube, man kann nur 4 auf einmal trinken. Alles, was das diesen Effekt eben hat, sollte man quasi einsetzen. Dann kann man sich mit diesem Quest, da kann man mit diesem Quest beginnen. Das ist available ab Level 5, wenn mittlerweile Level 7. Ich glaube, der gute Skeleton Key ist ab Level 10. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Kann auch Level 20 sein. So, hier unten haben wir auch schon den Dungeon, von dem die Rede war. Okay, es wurde zwar gesagt, dass sie, also die, ihre Follower, müssen die Priests umbringen. Aber ich glaube, sie hat auch nichts dagegen, wenn wir das übernehmen. Glaube ich. Vielleicht. Werden wir sehen. Let's go. Agna. Wenn hier ein bisschen was an Ectoplasm ist, so ungefähr 4 weitere Pieces, wäre ich dem Ganzen schon verbunden. Immer ein bisschen ein Auge nach oben halten, falls wir hier irgendwelche Mechanismen auslösen, die uns Damage machen. Weil man die halt echt schwer sehen kann hier. Okay. Protect and keep the... What? What? A cure? You mean besides death? Such a thing is beyond our control. The body is so warped by vampirism, few would be able to revert its effects.
Even fewer would care to try. The Guild of Mages might know more. Speak with Romanus Polis. He may be able to guide you. Stimmt. Stimmt. Die Mages Guild hier in Oblivion ist ja quasi darauf aus. Hallo. Genau, die Mages Guild, um das mal kurz vorzuführen, ist ja hier in Oblivion so, dass sie quasi in direktem Konflikt mit Vampiren stehen. Hab ich ganz vergessen. Leave us, creature of light. Was ist mit dir los? Leave us. Was? Okay, Moment. Planning to bring light to save the forgotten ones. I mean, you use the spell that Namira has given me on the priests. Ah, okay. Was hast du mir denn gegeben? So, das hier war's. Namira's Shroud haben wir jetzt bekommen. Was auch immer das macht, aber wir werden es gleich sehen. Holy shit, Jungs. What the fuck? Okay, das ist super. Okay. On the hunt. What up? What up, homeboy? Mein Gott, das ist ein Ambush. Holy shit, wie viele von euch sind denn hier? Ich meine, so kannst du auch niemanden... Also, okay, die Leute versuchen, sie quasi zu bekehren. Aber ich meine, die Kollegen umzubringen, das funktioniert dann nicht so ganz. Also, wäre jetzt also, ne, das ist zumindest... So sehe ich das zumindest. Gott, aber dass hier so viele sind, die dem... Hat ein bisschen was von GTA, ne? Wie viele Anhänger hat dieser Daedra denn? Holy shit! Leute, schaut mal, was euch erwartet. Aber gut, ich meine, ne, wenn das für euch okay ist, dann okay. Haben wir auch ein bisschen Grave Robbing nebenher. Okay. Okay. Versuchen wir das Ganze nochmal mit unserem Skill. Gott, das ist der allererste. Gut. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist noch etwas klar. Aber es ist immer der Erste beim Ersten hier. Nailed it. Ups. So. Leave us, creep. Ich bin für euch da, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Ich hab fucking Dingsbums Shroud. Genau, ihr macht euch schon mal bereit. Okay. Go, creatures! All of the priests of RK are dead. I should return to the shrine. Mein Gott, ihr seid ja wahnsinnig, ey. Oh, I love it. Ooh. Oh. Das ist das Oblivion-Symbol. Aber ich kann damit nicht interagieren. Ich habe das einfach nur ein Shortcut, wahrscheinlich. Nee, oh, nicht mal. Oh. Okay. Ich brauche hier ein bisschen Unterstützung.
Nicht in Form davon, sondern in Form von unserem... Fuck. Ancestral Garden, aber... Ah, fuck. Damn it. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Ding offen habe. Und was haben wir hier drin? In der kleinen Kiste haben wir Feather. 50 Points for 240 Seconds on Self. Und ein bisschen Gold. Und was haben wir hier? Lesser Staff of the Weary. Drain Fatigue. Was ziemlich gut ist. Jade Ring. Wir haben Steel Helmet. Hailstone. Und ein bisschen Gold. Okay, Devin Dodge. Good. Ah, dachte, wir können es wieder zumachen, aber anscheinend nicht. Ich wollte sagen, goodbye, Nerds, aber... So einfach geht's dann doch nicht. Aber ich mache immer aus dem Staub. Hab keinen Bock auf die Kollegen. Vielleicht können die mir auch aushelfen. Sieht aber nicht so aus, als wären die irgendwie daran interessiert. Schade, da hat eigentlich mittlerweile, dass die uns ein bisschen wohler gesonnen sind. Ich habe euch die Dunkelheit wieder gegeben. Ich weiß nicht, was los ist mit denen. Oh weia, die haben sich echt den falschen Daedric Lord zum Anbeten ausgesucht, habe ich so das Gefühl. Aber naja, gut, jedem das seine. Scheint ja anscheinend ganz gut für die zu laufen. Und wir haben ja ja, fast übersehen. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn man versucht, die vom Gegenteil oder von einem anderen Daedra irgendwie zu überzeugen. Das geht nicht wirklich gut aus. Priest of, was war das? RK. Nachher ist es irgendwie eine Mages Guild Quest. Ich sehe es schon kommen. Na gut, Freunde, ich lasse euch in eurem Glauben. Natürlich. Nur wäre es halt echt nicht schlecht, wenn wir hier irgendwie so ein... Schau mir das Oblivion-Symbol. Wenn wir hier irgendwie so einen Lichtschalter oder so haben. Habe ich hier nicht gerade irgendwie... Achso, ja, okay, das sind die Ancestral Spirits. Alles klar. Ich mach mich ab. Und tschüss, Freunde. Wenn ich einen Ausgang finde, heißt das. Okay. Das sieht gut aus. Jawohl.